Donnerstag, der 14.03.2016. Und es ist Montag, yay. Ich fühle mich ein bisschen besser als gestern Abend. Oh, ich habe gestern Abend, ging es mir, ich weiß nicht. Naja, ihr habt es gesehen. Oder ich habe es erzählt, keine Ahnung. Und ich filme immer in die Luft. Ja, ich fühle mich ein bisschen besser als gestern Abend irgendwie so. Oder nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Keine Ahnung, aber gut fühle ich mich nicht. Normalerweise wollte ich heute joggen gehen. Ich fühle mich nicht zum Joggen. Eigentlich habe ich nicht mehr Bock, mit dem Hund rauszugehen, aber das geht natürlich auch nicht, Cookie, oder? Nein. Das muss natürlich trotzdem sein. So, die Frage ist nur, wohin? Ich glaube, wir gehen hier in den Wald. Warum hast du uns so eilig? Oh, läufige Hündin sind anstrengend. Keine Ahnung, was hat. Nur ein bisschen durcheinander. Ich wurde heute Morgen sehr überrascht, als ich in mein Postfach schaute und einen Newsletter drin hatte vom Daily Coffee Break. Ja, der Florian hat seinen Daily Coffee Break wieder zum Leben erweckt. Da freue ich mich sehr drüber. Ein sehr cool gemachter und vor allem sehr professionell produzierter Podcast, der täglich rauskommt natürlich und genau die richtige Länge hat. So wirklich für die Kaffeepause morgens. Es gibt also genau zwei Sachen, die ihr täglich machen müsst und vor allem solltet. Erstens den Daily Coffee Break hören und zweitens meinen Vlog schauen. Wenn mir was Bescheuertes einfällt, was ich twittern oder auf Facebook teilen will oder schreiben will oder in Form von einem Video auf Twitter posten möchte oder Snapchatten möchte, dann habe ich den Drang dazu, das wirklich auch sofort rauszuhauen, obwohl es völlig egal ist, ob es sofort poste oder ob es vielleicht erst in einer Stunde poste. Aber ich habe diesen Drang dazu und es macht mich irre, wenn ich dann kein LTE habe und das Video zum Beispiel nicht posten kann oder so. Weiß ich nicht, das macht mich fertig. Habt ihr das auch? Kennt ihr das? Warum bin ich so? Warum muss ich das sofort posten, obwohl es wirklich egal ist, wann ich poste? Und vielleicht sogar besser wäre, wenn ich später poste oder darauf zu achten, zu welchen Zeiten ich es poste, aber ne, ich muss es sofort loswerden. Total bescheuert. Cookie, wir gehen hier lang. Komm. So, ich habe eine Stelle mit LTE gefunden. Das meine ich nämlich mit, ich muss das denn raushauen. Da, nein, Edge, scheiße.
so eine Spielerei kann man nur machen, wenn draußen wärmer ist. Weil natürlich ist die Kamera jetzt beschlagen und ihr seht, dass ich die Kamera draußen hatte und die mich nicht hier erwartet hat. Ich hätte eigentlich Bock umzuräumen, aber erstens weiß ich nicht wie, zweitens fühle ich mich so schwach dafür. Aber vielleicht könnte ich auch den Bildschirm hier rüberstellen. Den Apple TV, der kann den dazwischen. Wenn ich auf der Couch sitze, kann ich den Bildschirm drehen, kann ich ja auch gucken. Ich glaube, das mache ich mal. Macht auch keinen Sinn, aber ich probiere das mal. Und jetzt hier wieder aufbauen. Mal gucken. Rechner erstmal aus und dann machen wir es richtig. Also wir kommen der Sache näher, aber ich muss die Couch nochmal abziehen, weil da die Steckdose hinter ist. Und wenn ich alles an dieser Steckdosenleiste, die da angeklemmt ist, ran schließe, läuft alles über eine Steckdose. Habe ich keine Ahnung von, aber irgendwie erscheint mir das nicht richtig. Also Steckdosenleisten umbauen. Und Staub kommt jetzt im Vorschein. Und Dreck hier. Da die schwarze, dunkle Kante da. Weil der Schreibtisch hier nicht ganz ranreicht und sich hier hinter natürlich Dreck sammelt. Das hier, das sind alles Haare. Und zwar nicht meine Barthaare, sondern wer ist dafür verantwortlich? Ich sag's euch. Die Maus da. Du bist schuld. Schlaf weiter. Mein großer Drucker steht jetzt erstmal hier auf der Erde. Weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Cookies Kissen ist da jetzt unterm Tisch. Das findet sie ganz cool. Auch wenn sie da gerade sich auf der Couch schreckt und streckt. Hä? Cookie, nicht hinlegen. Nicht gleich wieder einschlafen. Wir gehen jetzt raus. Ja, es geht mit dem Hund raus und dann schaue ich mal, was ich heute aufgenommen habe. Ja, dann war es das für heute erstmal und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Eigentlich war der Plan heute, das Vlog ziemlich früh zu beenden, die Files nicht zu importieren und den Nachmittag auf der Couch oder den Abend auf der Couch verbringen und mal wieder ein paar Serien gucken. Ja, so viel dazu.